Einen wunderschönen Montag. Willkommen zurück beim Citybus Manager in Eschern der Alzette, also Luxemburg sowie auch in Frankreich. Wir sind hier schon rübergewandert im Sandbox-Mode, deswegen auch beinahe 1 Milliarde Euro auf dem Konto. Und ja, letzte Episode, neues Depot gemacht hier im Zentrum. Dazu auch schon die ersten Linien erstellt. Heute geht es weiter mit Linien, ich habe es ja schon gesagt. Ich möchte gern zentral einigermaßen abschließend zeitnah, dass wir alles laufen lassen können. Und ich denke, wir werden hier anfangen, ihn von Südwesten, hier ein bisschen hochzuziehen. Das sind vielleicht ein bisschen längere Linien, aber ich würde das halt wirklich gerne hinbekommen, einigermaßen. Und dementsprechend springen wir mal rein mit einer neuen Linie, damit die eben alle abgeschlossen werden. Ich glaube, die ganzen Auftragslinien ignorieren wir einfach. Weil, warum sollte ich da großartig was machen? Wir basteln hier mit. Und wir müssen hier unten irgendwie einen Anschluss schaffen. Irgendwo hier unten. Hier haben wir Linien. Ich würde gerne die Reichweiten wieder angezeigt bekommen. Hier haben wir ein paar Orte. Warum starten wir nicht einfach hier? Weil dann können wir uns hier einmal hier drüben hin bewegen. Einmal hier hoch hin bewegen. Und dann ist die Frage, gehen wir hier hoch? Oder eher hier rüber. Ich glaube, hier rüber macht mehr Sinn, weil wir hier schon eine Linie haben. Oder einfach nur vorgefertigte Bushaltestellen. Dann wären hier allerdings keine. Das sind einfach nur fertige Bushaltestellen. Okay. Kommen wir denn theoretisch hier hoch? Ja, tun wir. Jetzt hätten wir hier unten diesen Ort allerdings ignoriert. Und auf den runtergehen möchte ich nicht. Was wir aber machen könnten, wäre den hier auf dem Hinweg mitnehmen und den auf dem Rückweg mitnehmen. Ist vielleicht nicht ganz so elegant. Aber wäre natürlich eine Alternative. Oh, was ist denn hier? Müssen wir den mitnehmen? Ja, den müssen wir mitnehmen. Dann kriegen wir den auch nur auf dem Hinweg mit. So, dann halten wir hier einmal. Das reicht, da brauchen wir nicht wieder reinfahren. Und wir können jetzt hier alle paar Meter so eine Station machen. Weil dann wird auf dem Rückweg hier diese Zwischenstation genommen. Und dann passt das schon ganz gut. Bisschen aufpassen, wie wir vor allen Dingen zukünftig Verbindungen machen wollen. Ich will ja vor allen Dingen hier Richtung Zentrum. Also wäre es schlau, hier vielleicht runterzukommen. Um eine Überschneidung mit der Zentrumshaltestelle oder mit dem Zentrumslinien schon mal hinzubekommen. Das ist sicherlich keine so blöde Idee. Hier ist nicht so viel los. Das heißt, wir müssten hier runterfahren. Sind wir bei 28 Minuten. Und dann machen wir nämlich hier eine Haltestelle hin, haben damit eine Verbindung mit dieser anderen Linie. Das finde ich gar nicht mal so blöd. Und da wir hier oben rum sind, ich glaube, wir müssen hier oben nochmal hin. Komm, das macht mehr Sinn. Müssen wir natürlich noch ein bisschen besser anpassen. Das ist hier schon die Londres Rue de Metz. Kriegen wir den hier rumgefahren? Oder machen wir die Haltestelle von hier weg und setzen sie hier hin? Dann machen wir sie hier an den Rand, dann haben wir hier diesen nördlichen Part davon. Der fährt hier hoch und hier eine ganz blöde Verbindung. Ich glaube aber, dass wir hier nicht so viel machen können. Vielleicht könnten wir ihn so rumschicken. Ja, das ist ein bisschen eleganter. Nicht überragend, aber deutlich eleganter als vorher.
Und jetzt müssen wir natürlich hier noch ein paar Zwischenstationen einfügen. In Montbouvier, nehme ich an, heißt das. So, eine da, eine hier. Dann würde er hier runterfahren, was ich jetzt auch nicht mag, weil wir hier drüben diesen Part nicht haben. Also ziehen wir den einen Tick nach links. Setzen den dann hier mittig ein. Um hier nochmal einen hinzusetzen. Dann haben wir nämlich diesen Part auch mehr oder weniger mitgenommen. Und wir fahren hier rüber. Darunter. Dann haben wir hier eine Überschneidung und hier eine Überschneidung. Ist vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber ich finde das ein bisschen schöner. Und da hoch müssen wir dann wieder eine andere Linie machen, die wir dann von hier wahrscheinlich durchziehen. Das heißt, es wäre jetzt wohl schlau, noch hier hinzukommen. Wenn wir hier runterfahren, haben wir hier so einen schönen Bogen, einiges mitgenommen. Ist auch zeitlich ganz okay mit einer knappen Stunde vom Anfang bis Ende. Wird natürlich noch ein bisschen mehr sein, aufgrund der zusätzlichen Zeit, die ich immer einbastle. Aber das sollte trotzdem ganz gut sein. Und dann können wir von hier vielleicht die nächste Linie starten und die lassen wir hier rumfahren. Oder noch weiter unten sogar, dass wir dann hier eine Überschneidung haben und weiter Richtung Norden kommen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. So, die Linie ist gut. Hier einfach erstmal nur darauf achten, dass keine extrem unschönen Fahrmanöver durchgeführt werden. Das ist wunderbar, wie er da geradeaus durchfährt. Hier und zurück sollte es kein Problem geben, genau. So, halten wir hier alle paar Meter. Da unten im nächsten Dorf wird es dann wahrscheinlich einen unterschiedlichen Weg geben. Wieder den rechten Weg nehmen. Statt des linkens. Ich meine, das ist eine Einbahnstraße. Ist es nicht. Dann weiß ich nicht, warum er da rumfährt. Aber lassen wir einfach machen. Ich habe jetzt keine Lust auf dem. Okay, da haben wir ein kleines Problem, sehe ich. Kann ich den hier hin hinstellen? Ja, dann tun wir da die Haltestelle hinpacken. Das. Okay, die Haltestelle hier passt nicht. Dann setzen wir sie hier hin. Ja. Nimmt nicht viel. Ist also in Ordnung. Da müssen wir nur gucken, dass er auch wirklich hier lang fährt. Kurzes Speichern. Da ist es schon. Ich glaube, ich sollte das vielleicht ein bisschen länger einstellen. Wobei es halt am Anfang immer besser war, dass relativ häufig geautosaved wird. Das war's schon, oder? Ja, alles andere sind andere Linien. 90, 95 Minuten hin und zurück. Ich wollte doch eigentlich der einen Haltestelle einen anderen Weg nehmen, einen anderen Ort mitnehmen. So, wir gehen hier auf 30 Minuten Takt hin. Da brauchen wir einen kleinen Bus, das ist ganz cool. Heute ist Mittwoch. Mittwoch definitiv nicht. Lassen wir das jetzt so oder passe ich das doch nochmal an? Weil ich wollte ja eigentlich diesen einen Ort auf dem Hinweg mitnehmen, um auf den anderen Ort im Rückweg zu kommen. Damit im Endeffekt beide Orte irgendwie angeschlossen sind. Auch wenn ich das ein bisschen doof fände und das ist auch nicht wirklich realistisch. Dass er eben so einen riesen Bogen um einen Ort macht. Ich meine, ich weiß, manchmal ist das so. Kurz rechnen, 16 Minuten, dann können wir hier noch ein bisschen mehr geben. Dass er eben einen Ort, oder dass man anders fährt eine Linie, dass es eben heißt, diese bis so und so viel Uhr fahren wir da lang und ab dann fahren wir andersrum. Ich glaube, wir gehen auf 73er. Aber das ist natürlich nicht ganz so, wie ich das jetzt wollte. Aber gut, habe ich nicht dran gedacht in dem Moment. Ist aber auch nicht so tragisch, weil das hier dieser Ort ist. Den könnte man also jetzt vielleicht in der nächsten Linie einbauen. Wenn wir hier hingingen, müsste es hier Richtung Norden gehen. Ich
Ich würde gerne noch ein bisschen weiter raus scrollen. Hier müssen wir noch rein. Ich hätte gerne so ein, immer so einen Anhaltspunkt. Hier ist zentral. Das ist gefühlt schon ordentlich weit weg, aber ich weiß halt nicht, wie weit ist es wirklich weg, weil wir keinen Maßstab haben. Aber das hier ist komplett unerschlossen. Ich glaube, hierfür brauchen wir ein eigenes Depot. Wenn wir hierfür ein eigenes Depot brauchen, macht es Sinn, die gerade gestellte Linie in das Depot zu verfrachten, glaube ich. Weil das ist schon sehr weit weg vom Schuss. Ja, das machen wir. Wir stellen das hier irgendwie rein. Da reicht aber ein kleines Depot, bin ich mir sehr sicher. Sagen wir mal 50 Stellplätze, das sollte reichen. Kann man immer noch aufwerten, wenn es sein muss. Das nennen wir jetzt Süden. Vielleicht Süden 2, weil es nicht Metz ist. Na gut, nur Süden müsste auch gehen. Okay. Das ist gut. Und jetzt nehmen wir direkt die gerade gemachte Linie Z. Südwest, die leider hier immer noch nicht alphabetisch sortiert sind. Das ist ein bisschen doof. Mitte Süd, Südwest. Die hier wird zum einen in S Südwest 1 umgenannt und muss jetzt in das Südendepot umgelegt werden. Ja, so ist gut. Wenn wir jetzt hier in den Schichtplan für Süden gehen, für morgen, ist die Linie hier. Wunderbar. Perfekt. Dann haben wir die Linie da und jetzt kümmern wir uns hier um den Süden. Das ist natürlich wieder sehr spontan alles. Aber ich finde das intelligenter, als da jetzt so eine Linie so weit ab vom Schuss zu machen. Das heißt, wir gehen jetzt hier in dieses Süden, diesen südlichen Ort erstmal rein. Ich würde sagen, wir kommen von hier oben. Oder wir fangen hier an. Wir nehmen hier diesen Ort mit, gehen hier durch den Ort, gehen dann hier durch diesen Ort. Der heißt Homecourt oder Homecourt. Es tut mir immer wieder leid, ich kann kein wirkliches Französisch. So, das ist Zentrum 1, weil wir wahrscheinlich wenigstens mal zwei Zentrumslinien brauchen werden. Und ich wollte hier unten anfangen, hä? Ja. Ganz alles mitkriegen tue ich leider nicht. Ich denke, dass wir hier von... Wobei das hier scheint ein bisschen mehr bewohnt zu sein als das. Tut mir leid, Leute des linken Parts. Aber hier werden wir auch immer nur weniger Haltestellen reinpacken, nicht alles mitnehmen. Jetzt würde ich eigentlich schon sagen, wir müssen hier hoch. Wobei. Hier hoch müssen wir nicht. Hier hoch auch nicht. Wir können hier eine Überschneidung in dem Ort irgendwie hinbekommen. Macht das Sinn, ihn hier hochzuführen? Eher nicht. Ich würde aber gerne wieder die Linien sehen. Schon sehen wir, dass wir die Linie vielleicht farblich auf Rot stellen, dass wir uns von dem Blau hier so ein bisschen unterscheiden. Ich will hier runter. Komm, dann machen wir das so, dass wir hier oben rumfahren. Ich würde gern irgendwie eine Verbindung zwischen diesen beiden Linien erschaffen. Er muss sowieso hier unten rum, wenn er hier hin will. Wenn wir hier hingehen und dann ihn da hochziehen.
Oh, der fährt aber ganz schön hin und her. Dann müssen wir hier noch eine Haltestelle hinmachen, weil er sowieso da rumfährt. Interessante Verkehrsführung hier. So, und dann setzen wir den hier hin und schon haben wir nämlich einen Anschluss zu der Linie. Dann fahren wir einmal hier hoch. Und dann ziehen wir ihn hier runter, hierher. Ja, das finde ich okay. Zwar relativ viele Haltestellen auf diesen einen Punkt da oben schon. Aber insgesamt bin ich damit zufrieden, als mit dem, was wir davor hatten. Jetzt kommen wir hier runter Richtung Süden oder unserem Dorf. Süden, wie auch immer. Jetzt sind wir hier in Obue. Oh, wir könnten bis hier runter gehen. Das finde ich auch ganz nett. Dann machen wir eine Linie nämlich zwischen Blau und Gelb verbinden wir noch. Ich weiß nicht, ob die Linie sowieso schon existiert oder die Verbindung existiert. Und das ist auch eher so eine kürzere Linie. Wobei wir hier einen Schlenker machen könnten. Fände ich auch nicht so uninteressant. Wenn wir jetzt hier hingehen, haben wir eine Überschneidung zwischen Rot und Gelb. Weil sie beide in Wegdistanz sind. Und wir könnten hier hochfahren und kommen dann hier wieder zum nächsten Ort. Sodass wir hier so eine kleine Verbindung schon haben und nachher sowieso hier noch Linien durchziehen müssen. Und ich glaube, zwischen Blau und Gelb gibt es realistisch gesehen auch keine Verbindung bisher. Wenn ich das richtig sehe. Ja, weil hier oben läuft Blau. Das heißt, jetzt haben wir hier eine Verbindung zwischen den beiden Netzwerken, nenne ich es mal. Das finde ich schon ganz gut. Machen wir hier Schluss? Das wäre schon eine sehr kurze Linie, gell? Bin ich kein so großer Fan von. Ziehen wir wieder runter und dann sollten wir hier enden. Eher hier, weil er sowieso runterfährt. Es wäre eine relativ kurze Linie. Zeitlich gesehen. Aber streckentechnisch kommen wir von hier oben. Fahren hier einmal durch, nehmen den mit, fahren hier durch, fahren hier rum. Binden dann einiges ganz schön ein. Mir wäre hier unten fast noch so eine weitere Haltestelle, ein bisschen südlicher, ganz lieb. Was haben wir denn hier? Da haben wir wenigstens einen Namen. Das ist von der hier. Das heißt, wenn wir vom Gartencenter aus hier hinfahren, Spiel wurde automatisch gespeichert. Wenn wir hier hinfahren, haben wir die Überschneidung zu der. Dann machen wir die hier weg und ziehen die jetzt hier drüben nochmal hin. Dann müsste er ja unten rumfahren. Das fände ich wiederum besser. Weil jetzt nehmen wir hier immer noch die Rot-Gelb-Verbindung mit. Haben gleich hier oben diesen Teil verloren. Aber wir nehmen hier insgesamt mehr vom Saint-Marie-Chen mit. Saint-Marie-au-Chen. Und kommen dann hier hoch und fahren dann darüber. Ich kann mich damit etwas besser anfreunden, wenn ich ehrlich bin. So, und jetzt stellen wir wieder ein, dass nur unsere Linien gezeigt wird. Oder unsere Haltestellen. Das ist der Rückweg, also ist es okay, wenn er so einen gefühlten Bogen macht. Ist es wirklich okay? Warte mal, kannst du nicht irgendwie hier rumfahren? Ja, es gefällt mir besser. Ist eine Kleinigkeit, aber es gefällt mir einfach besser. So, dann halten wir hier. Halten hier. Das nicht, das ist die gelbe Station. Halten hier und fahren wieder komplett zurück. Und in der nächsten Woche geht es weiter mit diesen Linien. Wir werden dann erstmal diesen gesamten Ort oder diese Orte hier unten anschließen. Wahrscheinlich werde ich dann danach die Woche und noch weiter damit ein bisschen Zeit verbrauchen, bis hier die ganzen Linien einigermaßen sind. Und dann gehen wir wieder zurück zu der Zentrumslinie oder Zentrallinie vielmehr.
Weil ich würde die halt wirklich gerne haben, dass wir so ein Zentrumsdepot haben. So, ich hoffe, dass hier jetzt kein Problem auftaucht. Er fährt einen kleinen Bogen, aber das ist nicht schlimm. Die Haltestelle ist ja komplett blöd gesetzt, sehe ich gerade. Da müssen wir sie hier hinsetzen. Und jetzt müssen wir von Le Marmarie. Wo bist du? Da. Das heißt, wir müssen die ja vorweg machen. Das wäre diese Busstop wegmachen. Und dann hier hinsetzen. Genau. Und jetzt haben wir nämlich wieder das hier umgestellt und er fährt einen ordentlicheren Weg. Wunderbar. Und das war's mit dieser Linie. Wunder. 72 Minuten, 74, das ist in Ordnung. Wenn wir überlegen, dass wieder alles Zeit noch Minute drauf kommt, kommen wir am Ende wieder wahrscheinlich so auf knapp 2 Stunden für Hin- und Zurückweg. Und damit kann ich auf jeden Fall leben. Klar, hier auch wieder Halbstundentakt. Ich finde, den Halbstundentakt ist eigentlich am besten. Das ist schon ein bisschen voller. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall einen größeren Bus nehmen. Der Mittwoch ist wie immer nicht inbegriffen. So, überall ein Minütchen drauf machen. Jetzt sind wir hier schon bei 110. Das heißt, wir werden hier vielleicht nochmal einen Ticken runtergehen müssen. Je nachdem, ob die Rückfahrt schneller oder langsamer vonstatten geht. Weil wir müssen ja auch auf die Pause achten. Genauer gesagt auf die Zeit, die er hat. Ja, das sind nämlich jetzt nur 2 Minuten. 1 Minute, bis es zurückgeht. Da werden wir hier wieder ein paar Minuten wegnehmen müssen. Dass er hier so ein bisschen Zeit hat, um mögliche Verspätungen wieder auszugleichen. Bin ich kein so großer Freund von, aber ist halt mal so. Ich denke, wir kommen mit 128 aus. Er sagt bis 115, ja, dann können wir 128er nehmen. Das ist die nächste Linie für Süden, die wird sofort aktualisiert und aktiviert. Und damit brauchen wir jetzt hier schon mal 2 verschiedene Busse. Und brauchen jetzt mal etwa 15 Busse bisher. Also wir haben noch ein bisschen Platz. Wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch eine wunderschöne Woche und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.